So schnell ist eine Woche wieder vorbei. Deshalb gibt es jetzt für euch eine neue OV-Videowochenschau. Einbrecherbande. Fechterin wird zu 3 Jahren Haft verurteilt. Sie ließ sich von international agierenden Einbrechern anheuern. Die Kripo Kloppenburg kam der Bande auf die Schliche. Die Fechterin musste sich jetzt vor dem Landgericht verantworten. Raster Fechter startet mit 2 Heimspielen in die Erstligasaison. Der komplette Spielplan steht nun fest. Außerdem bleibt Travis Warwick bei Raster Fechter. Warwick war im Dezember von den Hamburg Towers gekommen und hatte großen Anteil an der Pro A-Vizemeisterschaft und dem Aufstieg in die BBL. Weitere Infos zu diesen Themen gibt es am Freitag in der OV. Seid dabei und fiebert mit. Alles, was Jungis Lungs machen im Trainingslager und natürlich die besten Bilder von den Fanmeilen der Region in eurer OV. Noch kein OV-Digital-Abo, noch kein Print-Abo. Das passende Angebot habe ich jetzt für euch. Bis zum Finale gratis. Das OV-EM-Abo jetzt sichern. Kostenlos lesen bis zum Finale. Gratis Geschenk sichern, egal ob digital oder als Papierversion. www.ov-online.de. Das Kammerorchester Lohne Fechter gibt am Samstag ein Sommerkonzert in der St. Michael-Kirche um 18 Uhr. Weitere Infos dazu gibt es am Montag in der UV. Und am Sonntag gibt es einen Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Rechterfeld. Los geht es um 11 Uhr in der Dorfstraße. Dazu werden wir auf der Facebook-Seite eine Bildergalerie haben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und natürlich auch ein schönes Wochenende.